Liebe Anlegerinnen und Anleger, herzlich willkommen zum Anlagevideo für September. Wir blicken zurück auf die heftige Börsenkorrektur von Anfang August und analysieren die Gründe, wieso die Märkte in so kurzer Zeit deutlich nachgegeben haben. Ebenfalls thematisieren wir, dass es selten hilfreich ist, einzelne Datenpunkte zu überinterpretieren und wie wir die aktuelle Situation nach der praktisch vollständigen Erholung einschätzen. Auch uns hat es erstaunt, dass die Märkte Ende Juli einzelne Datenpunkte vollumfänglich neu interpretiert haben. Es ist ja immer möglich und tritt auch in gewisser Regelmäßigkeit auf, dass Datenpunkte statistisch ausreissen. Unerwartete Ereignisse, saisonale Schwankungen oder auch Basiseffekte sind die häufigsten Ursachen. Darum ist es ratsam, auf einen weiteren Verlauf zu achten, um entweder eine Trendwende feststellen oder zur Erkenntnis zu kommen, dass es sich eben doch um einen Ausreißer gehandelt hat. Und so schließe ich den kleinen Exkurs wieder zu und spanne den Bogen zu den Datenpunkten aus den USA. Denn einer der Hauptfaktoren für einen Ausverkauf waren die überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA. So sind Befürchtungen vor einer sich anbahnenden Rezession in den USA aufgekommen und die Anleger haben angefangen zu zweifeln, ob die erwarteten Zinssenkungen ab September werden reichen, um die Wirtschaft ausreichend zu stützen. Ein weiterer Grund für einen Ausverkauf waren die sogenannten Carry Trades im japanischen Yen. Viele Grossanleger haben sich in Japan zu teuren Zinsen verschuldet und das Geld im Ausland, vor allem im hochzinsigen US-Dollar-Raum, angelegt. Als die japanische Notenbank Ende Juli Zinsen leicht erhöht hat, ist der Yen stärker geworden und gleichzeitig hat sich der US-Dollar wegen der schwachen Wirtschaftsdaten deutlich abgewertet. Das hat viele Spekulanten dazu bewogen, ihre Positionen aufzulösen und Aktien zu verkaufen, was den Kursrutsch dann nochmal befeuert hat. Verstärkt ist der Ausverkauf noch durch teilweise enttäuschende Quartalszahlen im hochbewerteten US-Tech-Sektor und den zunehmenden Spannungen im Nahen Osten geworden. Als Folge sind einzelne Aktienindizes um bis zu 20% eingebrochen. Der Schweizer Franken hat als Fluchtwährung in sichere Anlagen zu erneuter Stärke zurückgefunden und auch die Obligationenzinsen sind deutlich gesunken. Widmen wir uns jetzt der Fragestellung, wieso die Börsen in so kurzer Zeit ihre Verluste wieder wettmachen konnten. Auch hier kommen mehrere Faktoren zusammen. Einer der Hauptgründe für die schnelle Erholung ist die gestiegene Erwartungshaltung, dass die grossen Zentralbanken sehr zeitnah mit Zinssenkungen werden starten. Die US-Notenbank Fed wird voraussichtlich am 18. September Leitzins senken, da die Inflation im Juli tiefer als erwartet ausgefallen ist. Auch für die Schweizerische Nationalbank und die Europäische Zentralbank werden für den September Zinssenkungen erwartet. Die Aussichten auf eine lockere Geldpolitik sind von den Märkten als unterstützend wahrgenommen worden. Trotz der anfänglichen Sorgen haben sich in Folge die Wirtschaftsdaten in den USA robuster gezeigt als befürchtet. Das hat dazu geführt, die Rezessionssorgen zu mindern und das Szenario vor weichen Landung in Fokus zu bringen. Dazu kommen auch noch technische Faktoren. Der Kurseinbruch hat vielen Anlegern auch günstige Einstiegsmöglichkeiten geboten. Auch wir haben sogenanntes Rebalancing vorgenommen und Schweizer und US-Aktien dazu gekauft. Zusammenfassend interpretieren wir das Ereignis von Anfang August als Überreaktion, die die Finanzmärkte schnell wieder auskorrigiert haben. Wir bestätigen unsere konstruktive Positionierung an den Finanzmärkten und belassen unsere leichten Übergewichtungen in den qualitativ hochwertigen Schweizer und US-Aktien. Wir schauen aber auch auf die teilweise erhöhten Bewertungen. Bei den festverzinslichen Anlagen haben wir ebenfalls ein Rebalancing vorgenommen und haben Gewinnmitnahmen bei den Schweizer Obligationen realisiert. Weiter unterstützend erachten wir die Beimischung von Schweizer Immobilienfonds, die von den sinkenden Zinsen profitieren sollten. Mit den zahlreichen geopolitischen Spannungen halten wir auch an unserer Position im Gold fest. So viel zu unseren neuesten Ausführungen. Unter valiant.ch/CIO findet ihr den Zugang zu den tagesaktuellen Informationen in unseren Börsen-News oder tiefergehende Analysen in der monatlichen Valiant-Anlagestrategie. Ich danke euch für euer Interesse. Bis bald und auf Wiedersehen.